Hallo, ich bin Agli und es freut mich, dass ihr bei der ersten Folge der Motorradnachrichten dabei seid. Bei der ersten Ausgabe gibt es gleich schon mal einen Knaller. Kawasaki hat eine neue ZX-10R für 2016 angekündigt. Gerüchte gibt es schon länger und auch das ein oder andere Bild schwirrt durchs Netz, wobei das eher an die Ninja H2 erinnert. Jetzt wurde sie aber offiziell angekündigt. Ein erstes Bild gibt es zwar, aber klar, dass hier noch nichts Genaues zu erkennen ist. Die neue Kawasaki ZX-10R besitzt eine direkte Verbindung zum World Superbike Motorrad von Tom Sykes, mit dem er 2013 den Titel gewann. Es handelt sich aber nicht um eine alte ZX-10R mit besseren Komponenten für die Rennstrecke. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, was an der verbesserten Form der Verkleidung zu erkennen sein soll. Momentan sieht man davon aber leider noch so gut wie nichts. Das Konzept wurde nicht von Grund auf neu erschaffen, da die aktuelle Ninja ZX-10R eine hervorragende Basis für Weiterentwicklungen bietet, darf ich KHI-Projektleader Yoshimoto Matsuda zitieren. Auf das Ergebnis ist er aber sehr stolz, da es einen klaren Fortschritt im Bereich Chassis und Motor bedeutet. Weiterentwickelte Assistenzsysteme und neue Technologien wurden angekündigt. Man kann also davon ausgehen, dass sie voll ausgestattet ist, wie auch die aktuellen Superbikes der anderen Hersteller. Die neue ZX-10R bekommt neue Federelemente und eine äußerst hochwertige Bremsanlage. Get Closer ist der Slogan für die neue Ninja. Sie wird im Oktober auf einem Presseevent in Barcelona vorgestellt. Das KHI-Entwicklungsteam hat eng mit dem Kawasaki Racing Team zusammengearbeitet, um die wettbewerbsfähigste und potenteste Ninja ZX-10R aller Zeiten auf die Straße und die Rennstrecke zu bringen. Zu Hause soll sie auf beidem sein. Wie man anhand des Bildes erahnen kann, werden die Scheinwerfer nicht so dezent angebracht wie bei der neuen R1. Auf LED-Technik wird man mit Sicherheit auch setzen, da sie einfach leicht ist, aber der Scheinwerfer wird noch zu erkennen sein und das Gesicht der Front prägen. Da der neue Supersportler an die Maschine der World Superbike angelehnt ist, kann man von Leichtbau und starker Leistung ausgehen. Hochwertige Komponenten haben aber ihren Preis. Für den kleinen Geldbeutel wird das also wohl nichts werden. Was haltet ihr von der neuen Ninja? Das Glemseck 101 war trotz recht kühlem, aber trockenem Wetter extrem gut besucht. In diesem Jahr gab es zum ersten Mal eine Tribüne, was zwar eine Verbesserung war, aber nicht ausreichte, um den Massen einen guten Blick auf die Achtelmeilenrennen zu ermöglichen. Das Event für Coffee Racer lockte einfach zu viele an die ehemalige Solitude-Rennstrecke in der Nähe von Stuttgart. Videos von dem Event findet ihr in meinem anderen Kanal. Einen Link zu den Bildern findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat die erste Ausgabe der Motorradnachrichten gefallen. Eigentlich war dieses Projekt erst für später gedacht. Die Ankündigung der neuen Ninja hat mich aber veranlasst, dies vorzuziehen. Zukünftig werden regelmäßige Nachrichten folgen. Schreibt eure Meinung oder Vorschläge in die Kommentare. Wenn ihr weitere Nachrichten wollt, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um die zukünftigen Nachrichten nicht zu verpassen.